Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Freunde, alle, die auch zu Hause sind und von zu Hause aus schauen oder irgendwo unterwegs sind. Ja, ich wollte heute so ein bisschen über Überraschungen sprechen, sich überraschen lassen und so weiter. Ich denke, jeder von euch mag Überraschungen, oder? Oder überrascht gerne andere Leute. Also vor allen Dingen hier, wir hatten ja vor kurzem Weihnachten und da gab es bestimmt Überraschungen, oder? Wurdet ihr überrascht von den Geschenken, die ihr bekommen habt? Oder habt ihr Leute überrascht? Also ich glaube, seit 2 Jahren gelingt es mir, meine Frau immer wieder zu überraschen. Also dieses Jahr habe ich es wieder geschafft oder letztes Jahr zu Weihnachten habe ich es wieder geschafft, sie zu überraschen. Und es hat mich, glaube ich, sogar mehr gefreut, dass sie überrascht war als sie selbst. Ja? Also, aber sie freut sich über das Geschenk, das ich ihr gemacht habe. Überrascht sind wir manchmal über Ereignisse, ja, so ist schon länger her, aber als Brasilien gegen Deutschland 7-1 verlor, was war das für eine Überraschung? Ganz Deutschland hat gejubelt, ja, bis heute erinnern wir uns über diese Überraschung. Oder wenn Dortmund gegen Bayern gewinnt, das ist auch eine Überraschung, ja, also das kommt auch manchmal vor, sehr selten, aber wenn das mal passiert, dann wäre es wieder so eine Überraschung. Übrigens, ich bin Dortmund-Fan. So, oder wenn ein Baby unterwegs ist und dann geboren ist, welche Freude, ja, wenn man das Baby dann erblickt und total froh darüber ist, ist auch so eine kleine Überraschung. Ja, man hat es schon zwar erwartet, aber wie wird das Baby aussehen und so weiter und wie schön und knuddelig und so weiter. Man ist überrascht und froh. Wenn wir das Leben Jesu betrachten, dann merken wir, Jesus hat auch mit seinem Handeln, mit seinen Worten Menschen überrascht. Denkt doch nur daran, wie er einen Blinden geheilt hat. Ja, und der plötzlich sehen konnte. Oder ein Lama, der nicht gehen konnte, wieder gehen konnte. Oder 5000 Männer und Frauen, und da waren wahrscheinlich noch mehr mit Kindern alles zusammen, saßen da, hatten Hunger in der Wüste und Jesus vermehrt das Brot und die Fische und sättigt alle Menschen. Was für eine Überraschung, die sie da erlebt haben, welches Wunder sie erlebt haben. Oder, und vielleicht die größte Überraschung für die Jünger war die Auferstehung Jesu, dass er auferstanden ist. Aber auch die Predigten Jesu, das waren manchmal solche überraschende Worte, die Jesus sagt, solche außergewöhnliche Worte, die die Menschen dann ja erstmal verdauen mussten, ja, überrascht waren von dem, was Jesus sagte. Und ich möchte mit euch auch einen Text betrachten, Lukas Kapitel 6, 27 bis 28, wo Jesus in diesem Text, also wir werden noch weiterlesen, ich lese bis 35, wo Jesus die Menschen einfach überrascht hat mit dem, was er hier gepredigt hat. Das ist aus der Bergpredigt, ist uns sehr gut bekannt, diese Predigt. Und ein Abschnitt aus dieser Bergpredigt ist dann hier Lukas 6, 27 bis 35. Aber euch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Dem, der dich auf die Backe schlägt, biete auch die andere dar. Und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch nicht das Untergewand. Gib jedem, der dich bittet. Und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, tut ihnen ebenso. Und wenn ihr liebt, die euch lieben, was für einen Dank habt ihr? Denn auch die Sünder lieben, die sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank habt ihr? Auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank habt ihr? Auch Sünder leihen Sündern, damit sie das Gleiche wieder empfangen. Doch liebt eure Feinde und tut Gutes, und leid, ohne etwas wieder zu erhoffen. Und euer Lohn wird groß sein. Und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Ich denke, total überraschende Worte. Und bis heute kann man das nicht richtig verdauen. Und einige sagen, nicht jeder Christ kann das so erfüllen, wie es hier steht. Das ist unmöglich. In der Kirchengeschichte ist es sogar so, dass man das irgendwann getrennt hat. Die normalen Christen brauchen das nicht zu tun. Und die ins Kloster gehen, also die sich komplett Gott geweiht haben, die sollen das erfüllen. Und doch sagt Jesus hier, ruft uns dazu auf, Dinge zu tun, die ein normaler Mensch nicht tun würde, Menschen zu überraschen. Und wir leben in einer Zeit voller Konflikte, oder? Wir machen uns jetzt Sorgen, was in der Ukraine passiert. Ja? Menschen, die vorher zusammengelebt haben, in Freundschaft zusammengearbeitet, Familien, plötzlich sind sie im Konflikt miteinander.
Wir leben durch die Corona-Krise, was bei uns in der Gesellschaft passiert, ja? Dass Anfeindungen da sind. Die einen sind für, die anderen sind dagegen, Impfpflicht, keine Impfpflicht und so weiter. Und wir merken, wie so ein Riss durch die Gesellschaft geht und Menschen plötzlich aufgeregt sind und negativ übereinander reden oder in Medien sich gegenseitig beschimpfen. Wir leben aber auch in Familien, oft Streit, Unruhe und gerade auch diese Corona-Krise durch die ganzen Lockdowns hat dazu gebracht, dass viele in den Familien wirklich die Grenze ihrer, also ja, der Familienfrieden kaputt gegangen ist, Ehen kaputt gegangen sind. Und Jesus Christus sagt, wir sind aufgefordert, in solchen Zeiten ganz anders zu handeln. Wir sind dazu aufgefordert, zu lieben, da wo gehasst wird, zu segnen, da wo geflucht wird. Und hier heißt das, liebt eure Feinde. Dabei benutzt Jesus hier das Wort, ja, das eigentlich immer so für Gott so ein bisschen vorbehalten ist. Gott ist der, der mit dieser Liebe, mit dieser Agape-Liebe liebt, heißt es ja. Es ist eine willentliche Liebe, die sich dafür entscheidet, einen Feind, der etwas gegen mich hat, diesen Feind zu lieben. Also bewusst ihn zu lieben. Stellt euch vor, Gott hätte diese Liebe nicht zu uns. Die Bibel sagt, als wir in Sünde lebten, waren wir in der Rebellion gegen Gott. Wir waren gegen Gott, wir waren Feinde Gottes. Aber Gott hat uns geliebt. Und er hat uns so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und stellt euch vor, Gott hätte uns nicht so geliebt. Und wir wären alle unter die Strafe Gottes geraten und hätten keine Hoffnung, keine Vergebung, keine Zukunft. Aber Gott hat uns geliebt, als wir noch Feinde Gottes waren und hat uns zu sich gezogen. Und mit dieser Liebe sind wir aufgefordert, einander zu lieben, einander zu begegnen, unsere Feinde, aber auch unseren Nächsten zu lieben. Tut wohl denen, die euch hassen. Das Wort hassen hier meint wirklich hassen, also Menschen, die einen so hassen, dass sie ihn verfolgen, also in der Christenverfolgung. Wir wissen ja, dass weltweit Christenverfolgung geschieht, ja, und Menschen hassen Christen, verfolgen Christen, erschlagen Christen, bringen sie ins Gefängnis, töten Christen. Und hier ist die Rede von so einem Hass. Und hier sagt Jesus, tut wohl denen, die euch hassen. Das Wort hassen meint auch verabscheuen, jemand verabscheuen. Und ich denke, manchmal erleben Christen das von Atheisten, die Christen abscheuen und sagen, ach ihr Gottesgläubigen. Oder wenn jemand nicht geliebt wird, wenn jemand abgelehnt wird und das praktisch die ganze Zeit. Und da sagt Jesus, wenn du so etwas erlebst, eine Ablehnung, das Nicht-Geliebt-Sein, ein Hass dir entgegenkommt, in diesem Augenblick sollst du dieser Person Wohltun ihr entgegenkommen. Unter den Mennoniten ist eine Geschichte bekannt, sie wird erzählt in den Familien und so weiter von Dirk Willens. Kennt ihr vielleicht diese Geschichte, ja? Er ist als junger Mann zum Glauben gekommen, hat sich taufen lassen, die Glaubenstaufe, also früher wurden alle als Kinder getauft und er hat gesagt, nee, als Kind, da habe ich ja nichts verstanden, was mit mir passiert ist und hat sich dann nochmal taufen lassen, also die Glaubenstaufe angenommen, als er sich bekehrt hat und Jesus bewusst nachfolgen wollte. Und dann wurde er festgenommen, gerade wegen dieser Wiedertaufe, saß im Gefängnis und konnte dann flüchten. Aus seinen Lappen hat er da was zusammen, eine Schnur gemacht, konnte flüchten. Und da war er auf der Flucht, wurde bemerkt, dass er auf der Flucht ist. Und als er so über diesen Fluss, der zugefroren war, drüber gelaufen ist, man sagt, er war schon so abgemagert und so, dass er so leicht war, ist er drüber gelaufen. Und der Verfolger, der Wächter, der ist hinter ihm hergelaufen und in seiner schweren Kleidung und so weiter ist er eingebrochen. Und als Dirk Willems merkte auf einmal, dass sein Verfolger da eingebrochen ist, konnte er nicht weiterlaufen. Er ist umgedreht und hat ihm geholfen und hat ihm rausgezogen, damit er nicht ertrinkt. Der undankbare Wächter hat ihn aber festgenommen und hat ihn wieder ins Gefängnis, noch besser bewachtes Gefängnis gesteckt und letztendlich wurde Dirk Willems dann verbrannt auf dem Scheiterhaufen. Hier hat er das gelebt, was Jesus gelehrt hatte. Tu wohl dem, der dich hasst. Er wurde verfolgt und er konnte dann nicht einfach so weiterlaufen, als er sah, dass dieser Mann da ertrinkt und ist zurückgelaufen und hat ihm geholfen, weil es einfach richtig war, weil er das tun musste. Jesus sagt hier in diesem Text,
des Text segnet, die euch fluchen. Fluchen meint ja wirklich etwas Böses. Wenn jemand etwas Böses mir sagt oder mir wünscht, ja, in Russland gab es ja diese Frauen und auch Männer teilweise, ja, die verflucht haben. Ja, ich habe solche Leute dann immer wieder von ihnen gehört oder auch teilweise gesehen, ja, die dann irgendwas gemacht haben, vor die Haustür der Leute reingemacht haben oder Kleider, in die Kleider was reingesteckt haben und dann sollten die Menschen krank werden und so weiter. Ja, man konnte so richtig den Leuten was Geld geben, damit sie jemanden verfluchen. Ja. Und Jesus meint hier, ja, nicht nur solche Menschen, sondern er meint Menschen, die wirklich einen fluchen, ja, also einem nur das Schlimmste wünschen. Und er sagt hier, segnet solche Menschen. Flucht diesen Menschen nicht, ja, sondern segnet sie. Und das Letzte, was wir in diesem Text hier sehen, Jesus sagt, betet für die Menschen. Hier heißt es ganz konkret, betet für die, die euch beleidigen. Menschen, die euch also wirklich euch Dinge sagen oder vielleicht hinter eurem Rücken gegen euch sprechen, sondern betet für sie. Hier ist ein Wort, hier wird ein Wort benutzt für Gebet, das jetzt nicht so ein unterwürfiges Beten ist, sondern ein Beten, wo ich zu jemandem komme, um etwas Gutes bitte. Ja, das heißt also, hier ist jemand, der hinter mir, hinter meinem Rücken vielleicht schlecht redet, der mich beleidigt, ja, und ich soll hingehen und zu Gott darum bitten, dass Gott ihn segnet, dass er ihm etwas Gutes tut, betet für sie. Es ist schon interessant, dass wir in einer Zeit leben, wo Christen und Evangelikale immer wieder stark angefeindet werden. Ja, also wir verlassen so langsam hier im Westen unsere traditionellen jüdisch-christlichen Wertvorstellungen, ja, die so langsam verloren gehen und immer mehr in der Politik, in der Gesellschaft, in der Erziehung, in der Familie Dinge hineinkommen, wo wir sagen, das ist nicht mehr biblisch. Das sind so viele Bereiche. Ja, man könnte jetzt einiges erwähnen. Eins wollte ich nur so erwähnen, zum Beispiel die ganze Abtreibungsfrage. Ja, also wir merken, dass jetzt Abtreibungskliniken und Ärzte auch öffentlich das darlegen können, dass sie Abtreibung durchführen, wo wir sagen, Abtreibung, wo ein ungeborenes Leben getötet wird und abgetrieben wird, das muss geschützt werden. Ja? In Amerika ist es noch heftiger, da gibt es vier Bundesstaaten schon, die Abtreibung bis zu der Geburt erlauben. Ja, es ist schon ganz heftig, da ist ein total entwickeltes Kind, ja, und es darf abgetrieben werden, es darf getötet werden. Ja. Früher war das ja so, nur wenn ein Mensch geboren ist, hat er ein Recht aufs Leben. Wenn er noch nicht geboren ist, hat er kein Recht. Deswegen darf es noch sogar vor der Geburt getötet werden. Das heißt also, noch im Geburtskanal, während der Geburt, durfte man ein Kind töten, damit es dann tot zur Welt kommt. Denn dann hat es keine, denn wenn es vorher noch zur Welt kommt, dann hat es Recht. Es gab in Amerika einen riesen Aufschrei, als man damals dieses Gesetz durchbrachte und heute sind wir wieder so weit. Und Menschen, die gegen Abtreibung sind, werden angegriffen von Medien oder auch von anderen Gruppierungen hier. Wenn wir so darüber nachdenken, wie im Oktober jedes Jahr in Berlin dieser Marsch fürs Leben stattfindet, ja, wo ja, in der Regel so 4.000, 5.000, 6.000 Menschen dann durch die Straßen gehen und für das Lebensrecht der ungeborenen Kinder sich einsetzen, wie viel sie Beschimpfungen ja, erleben müssen. Ja. Sie werden mit Eiern beworfen, mit Dingen und so weiter. Und auch in Medien wird oft über die Abtreibungsgegner gelacht und sie praktisch als böse dargestellt, wird das also wiedergegeben. Wir merken, es hat sich hier etwas getan, es haben sich Werte verschoben. Ja? Das heißt also, das, was eigentlich schützenswert ist und sollte, ist nicht mehr schützenswert. Ja? Und wir erleben hier also eine Veränderung in unserer Gesellschaft und eine Anfeindung Evangelikale, die dafür stehen. Letztes Monat habe ich die Geo-Zeitschrift bekommen. Geo-Zeitschrift genieße ich immer oder genoss es immer, ja, wo man dann einfach über andere Länder etwas erfährt. Aber da war ein großer Artikel über Evangelikale in Brasilien. Und da stand als Überschrift die unheimliche Macht der Evangelikalen.
Und es ist so paradox, du liest diesen Artikel, ja, also die Missionare werden dort eigentlich negativ dargestellt und trotzdem muss ja ein Reporter schreiben, was sie machen. Und da werden so viele positive Dinge erwähnt, aber das ganze Positive wird dann doch dann ins Negative umgewandelt und die Evangelikalen werden als eine Macht in Brasilien dargestellt, die gefährlich ist für den Staat. Unter anderem auch wegen der Abtreibungsfrage. Noch vor einigen Jahren wurde ja hier in Deutschland auch immer wieder in den Medien, also Evangelikale angegriffen wegen ihrer Einstellung zur Schöpfung und Evolution. Ja, da gab es so einen Reporter, der hat dann immer wieder so Dokus gemacht und im Radio kam es, irgendwie hat er ständig da, das war irgendwie sein Ding. Ja, er musste unbedingt feststellen, wo glauben Evangelikale noch an die Schöpfung, ja, und lehnen die Evolution ab und wie kann das sein, dass heute in unserer Zeit so etwas passiert. Und wir hatten in Wuppertal so eine Tagung, wo es auch darum ging, also Schöpfung und Evolution. Da kam dieser Reporter mit seinem Kamerateam und hat versucht, von außen das zu filmen. Er hat gesagt, hier sind Lehrer versammelt, die hier so eine Tagung haben. Und zum Glück, wir haben ja einen sehr, sehr weisen Bruder bei uns in der Schule. Der wurde auch von dem Reporter angegangen und wollte ein Interview von ihm nehmen. Und er sagte, wir müssen uns nicht verstecken. Sie können ruhig zu uns kommen, reinkommen und ganz normal Interviews sammeln und uns befragen. Aber hier auf der Straße werde ich Ihnen kein Interview geben. Ja? Ich denke, der war weise, dass er dann einfach nicht das wollte, dass es dann so aussieht, dass man sich versteckt und irgendwie auf der Straße man irgendein Interview ergaunern muss. Und dann ist das Folgendes auch passiert. Die sind dann gekommen und dann waren da einige, die dann also die Interviews gaben, erzählt haben, warum wir an die Schöpfung glauben, warum wir die Evolutionstheorie hinterfragen. Ja, das wurde dann auch alles so aufgenommen, gefilmt und so weiter. Und natürlich haben wir dann viel gebetet auch dafür. Ja. Kurze Zeit später hat er auch mit Peter Dück geredet hier. Und dann auf einmal, ich war total überrascht, war alles still. Und seit Jahren ist es still um dieses Thema. Vielleicht kriege ich das nicht so richtig mit, aber es ist in den Medien still geworden um dieses Thema. Keine Ahnung, was mit diesem Mann passiert ist. Hoffentlich hat er sich bekehrt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es still geworden. Und du hast ja heute schon gesagt, Herr, von Macht des Gebets. Ja? Und wenn wir auf solche Anfeindungen, Beschuldigungen und so weiter damit konfrontiert werden, dann haben wir diese wunderbare Waffe in Anführungsstriche, indem wir zu Gott kommen und sagen, Gott segne doch diese Menschen. Ja? Diese Menschen. Jesus Christus hat das Gleiche getan am Kreuz. Er hat gesagt, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und wir sehen beim Stephanus auch diese Einstellung, als er gesteinigt wurde, ja, der erste christliche Märtyrer, der dann betete also für seine Verfolger. Und wie gut ist es, wenn wir dieses umsetzen können in unserem Lebensalltag. Es muss ja nicht immer so sein, dass wir verfolgt werden, dass wir beschuldigt werden. Leider haben wir auch Konflikte in unseren alltäglichen Beziehungen, sei es auf der Arbeit, sei es in der Schule, sei es im Studium, sei es zu Hause, dass wir in Konfliktsituationen hineinkommen. Und wie gut ist es, wenn wir das umsetzen, dass wir lieben, wohltun, dass wir segnen, wenn wir geflucht werden und dass wir für diese Menschen, dann auch beten. Gary Chapman hat ein wunderbares Buch rausgebracht, Die fünf Sprachen der Liebe. Das ist so bekannt inzwischen. Also es gibt dann auch die fünf Sprachen der Liebe, ist eigentlich für die Ehe gedacht, ja, fünf Sprachen der Liebe für die Kinder. Und ich glaube, es ist noch ein Buch rausgekommen. Wir haben das in Kirgisistan schon vor 15 Jahren da gelesen, dieses Buch. Und er hat das gut auf den Punkt gebracht, dass Menschen ein Bedürfnis haben, wie gesagt, zuerst für die Ehe geschrieben, aber dann festgestellt für jeden eigentlich, ein Bedürfnis nach Liebe haben und wir diese Liebe auf verschiedene Art und Weise zeigen können. Und er sagt zum Beispiel, die Liebe können wir zeigen, indem wir dem anderen gute Worte aussprechen. Und dieses Wort, das Jesus hier beim Segnen benutzt, oder das Wort segnen, wir haben das so ein bisschen, das Wort segnen so abgetan, dass wir gesagt haben, segnen ist, na gut, ich segne dich und tschüss. Aber das Segnen, das eigentlich so in der Bibel gemeint ist, ist gute Worte aussprechen jemanden. Und wenn Gott segnet, wir bitten ja darum, Herr, segne. Was bitten wir eigentlich, wenn wir sagen, Herr, segne? Wir bitten darum, dass Gott dem Menschen oder uns oder dem Menschen oder unserer Familie etwas Gutes tut.
Gesundheit schenkt, Erfolg gibt, bei der Prüfung hilft. Segne ihn. Wir beten darum, dass Gott etwas tut. So, und jetzt sagt Jesus, wir sollen segnen. Das würde dann bedeuten, dass wir Menschen so begegnen, mit guten Worten begegnen. Also nicht nur Herr segne ihn, tschüss, auf Wiedersehen, ja, sondern mit guten Worten begegnen und was Gutes tun. Und hier in diesem Buch, oder Gary Chapman sagt auch, das ist es auch. Die fünf Sprachen der Liebe sind unter anderem, dem anderen gutes Wort zusprechen, ihn ermutigen, ihn stärken, ihm sagen, toll, dass du da bist, ihm sagen, was weiß ich, ich hab dich lieb oder du bist ein wunderbarer Mensch, also ihm was Gutes zusprechen. Zweitens Aufmerksamkeit, Zeit verbringen. Ja, dass man Zeit verbringt mit einem Menschen, das heißt, zuhört, was ist denn los? Und so wie du auch heute erzählt hast, ja, in Bielefeld, ja, was hat er denn alles erlebt, dieser arme Mensch, der jetzt hinter dem anderen Auto herjagen muss, schimpfen muss, die Scheibe runterdrehen muss und so weiter. Was hat er denn alles erlebt? Wie frustriert muss er sein, dass er jetzt seinen ganzen Frust an jemanden loslässt, den er gar nicht kennt und dem ein bisschen die Ausfahrt genommen hat? Versteht ihr? Und hier meint es, Gutes zusprechen, also positiv oder aufmerksam, also den anderen, es ging jetzt um Verstehen, dass ich versuche, den anderen zu verstehen. Und oft ist es ja so, dass jemand, wir sagen das auch in der Pädagogik, ja, Kinder, die besonders auffällig sind, Kinder, die sonst irgendwas anstellen, ja, laut sind, Dinge kaputt machen, ihnen fehlt oft Aufmerksamkeit, ihnen fehlt oft Verständnis für ihre Situation. Und wenn sie die Möglichkeit haben, sich auszusprechen, wenn sie die Möglichkeit haben, zu erzählen, was sie durchmachen, welche Kämpfe sie innerlich haben, dann werden sie plötzlich ruhig, dann werden sie friedlich, dann ist das alles in Ordnung. Ja? Und viele Kinder leben mit diesen Ängsten. Sie wissen auch gar nicht, warum sie so unruhig sind, warum sie so brutal anderen gegenüber sind. Das wissen sie selber nicht. Aber weil Sorgen in ihrem Herzen plagen und sie das nicht loswerden können. Und diese Aufmerksamkeit den Kindern gegenüber, Aufmerksamkeit jemand, kann plötzlich die Situation verändern. Und dieses Segnen meint also auch aufmerksam, also jemanden zu lieben. Segnen bedeutet auch wirklich ihm zuzuhören. Und das Dritte, was er hier erwähnt in diesem Buch, das sind Geschenke machen. Ja, einfach Geschenke machen. Jemanden was Kleines hinlegen. Ja, ich denke so, wenn man irgendwo in ein christliches Heim kommt und da liegt auf dem Kissen so eine Schokolade und da ist so eine Karte, schön, dass du da bist, das erfreut jeden. Ja, also man ist hier willkommen. Aber warum nicht einfach auch einander solche Geschenke machen, immer wieder was hinschreiben, hinlegen, etwas in den Briefkasten werfen, eine freundliche WhatsApp-Nachricht schreiben und so weiter. Warum das nicht immer wieder tun? Ich habe ein interessantes Buch gelesen, Die Welt überraschen. Und dieser Dozent für Missiologie, der empfiehlt das und er sagt, mach das mal, versuch das mal so zu machen. Er sagt, also man sollte das jede Woche machen, drei Menschen segnen. Versuche jede Woche drei Menschen in besonderer Weise zu segnen, indem du ihm was Gutes sagst, indem du ihm was schenkst, indem du für ihn Zeit nimmst, spielt keine Rolle. Dabei sagt er aber, mach es bei zwei Menschen, die in der Gemeinde sind, also die du kennst, vielleicht Familie, Gemeinde, Gläubige, und dann aber mit einem Menschen, oder auch, es spielt keine Rolle, in welcher Reihenfolge, aber einen Menschen, den du nicht kennst oder den du flüchtig kennst oder der nicht zur Gemeinde gehört. Also 2:1 Verhältnis. Versuche das mal so zu machen. Und ich dachte, eine gute Idee. Wenn ich zwei Menschen Gutes tue, dann, die ich kenne, und das soll ich machen, diese Menschen liebe ich, das wäre schon sowieso gut, ja, wenn wir einander so ermutigen würden. Stellt euch vor, in der Gemeinde würde jeder jedem ständig was Gutes zusprechen, kleine Geschenke machen und so weiter. Welche Liebe würde in der Gemeinde herrschen? Und ja, die herrscht schon, aber was würde das nochmal bewegen bei uns in der Gemeinde? Und wenn dann jeder in der Gemeinde noch zusätzlich zu jemandem hingeht, den er weniger kennt, ihn einlädt, mit ihm Zeit verbringt, ihn ermutigt, ihm was Gutes tut, was würde das bewirken? Und dieser Dozent sagt, das ist ein missionaler Lebensstil, der unheimlich stark die Menschen überrascht, ja, weil die Menschen, jeder eigentlich nur auf seins bedacht ist. Jetzt geht Jesus weiter im nächsten Test, im nächsten Abschnitt sagt er, überrascht die Menschen mit deiner Handlung.
Also einmal mit der Liebe, die du ihnen entgegenbringst, überrasch sie mit deiner Handlung. Wenn wir hier weiterlesen, in Vers 29, da heißt es, dem, der dich auf die Backe schlägt, bitte auch die andere da. Und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Untergewand nicht. Gib jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie wollt ihr, dass euch die Menschen tun sollen, tut ihnen ebenso. Total überraschende Handlung. Da kommt jemand, haut dir auf die Wange und du sollst ihm noch die andere hinhalten. Ist doch verrückt, dass man das macht. Und doch sagt Jesus Christus, wir sollen das tun. Hier war nicht so sehr der Schmerz gemeint. Und zwar hier war eine Demütigung gemeint. Bei den Juden, das kannte jeder dort, ja, es wurde mit der rechten Hand, mit der Außenseite geschlagen auf die Backe und damit wurde jemand erniedrigt. Ja. Übrigens, das durften Juden nicht machen, das war verboten. Wenn jemand den anderen einfach so geschlagen hat und erniedrigt, wurde er vom Gesetz bestraft. Also es war eine Erniedrigung. Höchstens, wenn es vom Gesetz her so verlangt war, dass jemand so erniedrigt wird. Aber in der Regel durfte man da jemanden nicht so beleidigen. Das wäre genauso, wenn ich jemanden einen Vogel zeige, ja, beim Auto vorbeifahren oder so, kann ich auch bestraft werden für Beleidigung. Das war auch so bei den Juden, das durfte man nicht machen. Und jetzt sagt Jesus, da kommt einer und beleidigt dich, schlägt dir auf die Backe, wie gesagt, es geht gar nicht so sehr um den Schmerz. Und was sollst du machen? Du sollst ihm auch die andere hinhalten. Eine ganz interessantes Verhalten, das den anderen überrascht. Hä, warum machst du das? Rinika schreibt zwei Gründe, ich habe da noch einen dritten hinzugefügt, warum das so außergewöhnlich ist. Erstens, weil wir als Christen wissen, dass diese Situation, dass jemand mir auf die Backe geschlagen hat oder mich beleidigt hat, von Gott zugelassen ist. Wir als Christen sind in einer anderen Position. Wir müssen uns nicht ständig rechtfertigen. Wir müssen nicht für unser Recht kämpfen. Wir müssen nicht irgendwie sofort aggressiv zurückschlagen, weil wir in einer Position als Christen sind, die wissen, Gott hat es zugelassen. Er will mir vielleicht etwas dadurch sagen. Vielleicht muss ich mich demütigen. Aber es ist unter Gottes Kontrolle, diese Situation. Das Zweite, als Jünger Jesu sollst du nicht die Gemeinheit des anderen als Maßstab für dein Handeln nehmen. Das heißt, erniedrige dich nicht auf diese Stufe des anderen. Er beleidigt dich, er ist voller Hass dir gegenüber, aber ich muss frei sein davon. Ich bin nicht der Sklave und muss nicht reagieren auf die Handlungen des anderen. Ich muss nicht die gleichen Worte benutzen wie der andere, sondern ich bin zu etwas Höherem berufen. Ich bin da drüber. Das heißt also, wir wissen, dass Gott das zugelassen hat. Alles liegt in Gottes Hand. Wir wissen, dass wir uns nicht da erniedrigen müssen auf diese Position des Aggressors oder des mich Beleidigenden, weil wir wissen, dass ich unter Gottes Schutz stehe. Und das Dritte, das Hinhalten der anderen Wange soll in dem anderen eine Erkenntnis seiner selbst bewirken. Er soll erkennen, was er tut. Ja, das heißt also, wenn er mich böse angreift und ich aber jetzt gut reagiere und sage, schlag mir auch noch die andere, das ist okay, dann soll er erkennen, dass seine Handlung falsch ist und das Beste wäre, wenn es ihn zu Buße führt. Vor zwei Wochen, glaube ich, lief im Fernsehen, in Bibel-TV, ein guter, interessanter Film über den Missionaren Graham Stuart Staines. Eine tragische Geschichte, die 1999 sich zugetragen hat, am 23. Januar 1999. Ich denke, das haben sie extra jetzt gezeigt, weil man an seinen Tod mit beiden Söhnen sich wieder neu erinnern wollte. Und zwar ging es damals durch die Medien. Er wurde von aufgebrachten radikalen Hindus in Indien in seinem Auto mit beiden Söhnen verbrannt. Ja. Also er hat unter Leprakranken gearbeitet, schon einige Jahrzehnte mit seiner Familie, mit seiner Frau. Die haben
die Leprakranken, die niemand haben wollte, und alle haben Angst vor Leprakranken, die hat er dann aufgenommen. Die hatten ein Heim gehabt, wo sie Leprakranken geheilt haben. Und er hat dann immer wieder auch Dörfer besucht und so weiter. Und er wurde immer wieder beschuldigt, er bekehrt die Hindus und so weiter. Und dann war da so eine Gruppierung, die sich da in diesem Dorf, wo er dann Gläubige besucht hat, die haben dann im Auto übernachtet. Nachts haben sie im Auto übernachtet und nachts wurden sie dann von dieser Gruppierung aufgeweckt. Man hat das Auto angezündet und im Film wird es dann so gezeigt, dass er noch sehr darum bat, dass die beiden Jungs am Leben bleiben, dass sie aus dem Auto dürfen, aber man hat sie nicht rausgelassen und alle drei sind dann im Auto verbrannt. Und das Interessante ist, als Gladys, die Frau, dann erfahren hat, dass ihr Mann mit beiden Söhnen umgebracht wurde auf diese Art und Weise, dann hat sie Folgendes gesagt: Es liegt mir fern, die Personen, also später dann auch wahrscheinlich vor Gericht war das die Aussage, es liegt mir fern, die Personen zu bestrafen, die für den Tod meines Mannes Graham und meiner beiden Kinder verantwortlich waren. Aber es ist mein Wunsch und meine Hoffnung, dass sie Buße tun und sich bessern werden. Welche Einstellung, ja? Also so ein Leid zu erfahren und dann trotzdem sagen, es ist mein Wunsch, dass sie sich bekehren, dass sie sich bessern, dass sie Buße tun. Ja? Das kann nur eine Liebe, die eine göttliche Liebe ist. Eine menschliche Liebe kann das nicht. Das kann nur eine göttliche Liebe. Natürlich kommt bei dieser ganzen Sache die Frage, was ist denn jetzt? Muss Unrecht nicht bestraft werden? Soll man jetzt Unrecht einfach so dulden lassen und sollen die Böses zufügen, einfach böse handeln? Darf da nicht irgendwie, dürfen die nicht bestraft werden? Doch, es ist so, dass die Bibel auch im Neuen Testament, im Römerbrief ganz klar darüber spricht, dass die Regierung das Schwert bekommen hat, um das Böse zu bestrafen. Das heißt, die Regierung, die Polizei ist also dafür gerade auch von Gott bestimmt, damit das Böse keine Auswüchse hat, damit das Böse bestraft wird. Diese Verbrecher, die Mörder, die wurden dann auch gerichtet vom Gericht. Der eine wurde auch lebenslänglich dann ins Gefängnis gesteckt für diese Tat. Aber es ist eine Sache, dass die Polizei der Staat macht. Es ist nicht die Aufgabe jetzt eines Christen aus sich selbst Hass mit Hass zu erwidern, sondern zu lieben, zu beten, zu segnen, hier Gutes zu tun, ja, nicht zurückzuschlagen. Und das hat hier Glades gemacht. Sie hat, ich denke, für die Leute gebetet und wenn sie sich dann bekehren, ja, dann hat ihre Einstellung und ihr Gebet ja, etwas bewirkt. Menschen, die voller Hass waren, ihren Mann und ihre beiden Kinder umgebracht hat, die sich dann bekehren und dann für die Ewigkeit gerettet werden. Hier heißt auch, schlag nicht zurück, fordere nicht ein. Da kommt jemand, raubt dir dein Kleid, also das Beste, was du hast, und sag ihm noch, hier hast du noch mein Unterkleid. Also noch das, was ich drunter habe. Ja, das würde so sagen, hier gib deinen Mantel. Und dann sage ich, ey, stopp, meinen Mantel hast du, hier hast du noch mein Hemd, das kannst du auch noch mitnehmen. Hier, das ist nur ganz gut, neu gekauft, hier kannst du mitnehmen. Ja? Total verrücktes Verhalten, wenn wir so handeln würden, oder? Die wäre wahrscheinlich überrascht, ja, ey, was ist mit dem los, ja? Und wieder dieses Prinzip, du bist ein Kind Gottes, du sollst die Leute überraschen. Es gibt so eine ganz lustige Geschichte von einem Rabbi, was heißt lustig oder nicht lustig, auf jeden Fall vom Rabbi Wolf, ja. Ein Dieb wollte aus Rabbi Wolfs Garten einen Sack Kartoffeln davontragen. Rabbi Wolf stand am Fenster und sah, wie sich der Mann abmühte, ja, so, keine Ahnung, so den Kartoffelsack schleppte und irgendwie nicht wegbekam. Dann lief der Rabbi raus, half dem Dieb, diesen Sack auf die Schulter zu legen und sagte, so, jetzt hast du es leichter, mit dem Sack wegzugehen. Ja? Und sein Hausgenosse sagte, hey, was hast du denn da gemacht? Der hat doch unseren Sack Kartoffel geraubt. Er sagte, egal ob ein Dieb ist oder nicht, meine Pflicht ist, Menschen zu helfen. Ja? Es ist wahrscheinlich so ein bisschen dieses Bild, was Jesus hier sagt. Jemand kommt und versucht dir, was weiß ich, dein Oberkleid zu, gib ihm noch das Hemd, ja, hilf ihm dabei. Handle richtig, so wie es Jesus von dir erwartet. Und das Dritte hier, gib jedem, der dich bittet. Also gib, hier heißt es sogar noch heftiger, gib jedem, der dich bittet und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere nicht zurück. Also da kommt jemand und bittet dich und gib ihm und fordere das nicht zurück. Hier würde man auch sagen, ich kann doch nicht allen geben, alles, was ich habe. Ich kann doch nicht jedem helfen, das ist doch unmöglich. Das kann doch gar nicht sein. Und
es ist auch so, dass die Bibel jetzt auch nicht erwartet, dass wir alles weggeben, sondern es ist so, dass die Bibel aber ganz klar sagt, dass wenn wir in der Lage sind, Gutes zu tun, sagt Jakobus 4,17, und es nicht tun, dann ist es eine Sünde. Das heißt, ich soll auf jeden Fall helfen, ich soll auf jeden Fall mich einsetzen, dann, wenn ich das machen kann, wenn ich in der Lage dazu bin. Und wir leben in einem sehr reichen Land. Und viele von uns haben viele Begabungen, können vieles einsetzen und tun. Und dazu ruft Jesus auf und sagt, da kommt jemand und bittet dich darum. Und du sagst vielleicht, nee, warum soll ich dir das machen? Ich kenne dich doch gar nicht. Und Jesus sagt, nee, mach es. Überraschen damit, dass du etwas machst, was ihn total überrascht. Ja? Gib ihm das, hilf ihm. In Timotheus sagt Paulus, die Reichen von euch sollen sich nicht auf ihr Reichtum verlassen, sondern vielmehr Gott dienen durch viel Gutes tun. Ja? Das heißt, die Reichen sind aufgefordert, sie haben es zu etwas gebracht, haben Geld, aber sie sollen dieses Geld für das Reich Gottes und für die Armen einsetzen. Und es ist interessant, dass die Christen schon immer sich stark dafür eingesetzt haben, um Armen zu helfen. Ja, viele Hilfsorganisationen wurden von Christen gegründet, ja? Sei es das Rote Kreuz, sei es World Vision, sei es andere, ja, so viele, die wir so auch kennen, Samariterbund und so weiter, sind oft Christen gewesen, eben EZA, das wir hier haben, Christen gewesen, die eine Not gesehen haben und gesagt haben, wir müssen hier helfen, wir müssen etwas tun. Und damit haben sich die Christen immer schon irgendwie ausgezeichnet, dass sie Dinge getan haben, das die anderen nicht machten. Es war sogar so bei den ersten Christen, dass der Kaiser, Kaiser Julian, die Christen beschuldigte und die Priester aufrief und sagte, die Christen, die kümmern sich um unsere Armen, die Christen kümmern sich um unsere Kranken, die Christen führen unsere Beerdigung durch, die Christen kümmern sich um die Leute. Und wir Priester, wir machen das nicht. Wir sollten das auch machen, ja. Und er hat sie als Ungläubige, die Christen, bezeichnet, weil sie da ihre Götzen hatten und die Christen waren damals die Ungläubigen. Und er sagte, und wir machen das nicht, wir sollten das tun. Und er hat so ein Sozialprogramm aufgestellt, was die Priester alles tun sollten, damit die Christen nicht noch mehr Leute gewinnen. Letztendlich hat das alles nicht funktioniert, ja. Weil einfach der Geist im Herzen der Menschen fehlte, den Gott den Christen gegeben hat. Ich habe jetzt ein Buch gelesen, das ist jetzt neu rausgekommen, von Maimona Obot. Eine Frau, die nach Nigeria gegangen ist und dort die Hexenkinder kennengelernt hat. Hexenkinder, eine ganz schlimme Geschichte in Nigeria. Kinder, die werden beschuldigt, wenn irgendein Unglück passiert. Ja, wenn zum Beispiel irgendwas passiert, ein Haus verbrannt, dann sagen sie, okay, das liegt an diesem Hexenkind. Und oft versuchen dann die Dorfbewohner, so ein Hexenkind zu töten, aus dem Dorf zu treiben und so weiter. Ein ganz schlimmes Schicksal dieser Hexenkinder. Und diese Maimona Obot, die dieses Buch geschrieben hat, das ist jetzt neu rausgekommen, die sagt, ja, sie war erschrocken über diese Situation. Sie wollte eigentlich nicht nach Afrika. Sie hatte Angst vor Malaria und. Aber sie konnte nicht anders. Sie ist dann dahin gegangen, hat versucht, diesen Kindern zu helfen, aufzunehmen. Und auf der Internetseite kann man so viele Zeugnisse von diesen Kindern hören, ja, was sie alles erlebt haben. Sie hat einen Verein gegründet hier in Deutschland, das diesen Hexenkindern hilft, ja, und ihnen beisteht, damit sie hier nicht gelyncht werden von dem Dorf oder die ausgestoßen wurden. Das ist das Wesen eines Christen. Es geht nicht anders. Ja? Ein Christ, der nicht Gutes tut, ein Christ, der sich nicht für andere einsetzt, ja? Bei dem stimmt es scheinbar irgendwas nicht. Und Jesus hat uns dazu aufgerufen, ja? Schlag nicht zurück, fordere nicht zurück und gib jedem, der dich bittet. Und der letzte Punkt, und hier sagt er noch diese goldene Regel, und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, tut ihnen ebenso. Und der letzte Punkt hier, überrascht die Menschen mit deiner Identität. Ein ganz interessanter Text, der hier noch zum Schluss Jesus hier so erwähnt. Er sagt, und wenn ihr liebt, die euch lieben, was für einen Dank habt ihr? Denn auch die Sünder lieben, die sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank habt ihr? Auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leid, von denen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank habt ihr? Auch Sünder leihen Sündern, damit sie das Gleiche wieder empfangen. Und nun sagt er, doch liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid
ohne etwas wieder zu erhoffen, und euer Lohn wird groß sein, und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Jesus sagt hier zwei Dinge, warum wir das tun sollen. Also diese verrückten Dinge, also die die Leute überraschen. Alles weggeben, zu beten für die Weinde, zu lieben, sich hinzugeben. Er sagt aus zwei Gründen. Erstens, ihr werdet einen großen Lohn bekommen. Das heißt, dieses Wort für Lohn, das meint, ich werde richtig bezahlt von Gott. Also ich werde richtig von Gott etwas kriegen. Ja, also ich kann zum Beispiel 50 Euro, es wird ja viele Sparverträge angeboten, verschiedene Anleihen und alles. Ich kann zum Beispiel 50 oder 100 Euro jeden Monat irgendwo reinlegen und dann werde ich meine 10% Zinsen vielleicht gut, bestenfalls kriegen oder so weiter. Ja? Das ist die eine Möglichkeit. Oder ich lege das Geld in die Bank Gottes, indem ich etwas Gutes tue, indem ich für jemanden mich einsetze und das Geld in diese Richtung gebe. Dann verspricht Gott, Petrus hat das mal bei Jesus gefragt, hat gesagt, Herr, wir haben alles verlassen, was werden wir davon haben? Und Jesus sagt, wer das tut, der wird 30-fach, 60-fach, ja 100-fach zurückbekommen und das ewige Leben noch. Das heißt, du kriegst deine Belohnung, mach dir keine Angst, setz dich ein für die Sache Gottes und du wirst belohnt. Ich habe das als Jugendlicher so erfahren, dass ich ich habe meine Ausbildung gemacht und irgendwie war mal so ein Anliegen, in die Türkei zu spenden für Radiosendungen. Da habe ich 1.000 Euro gespendet in diese Sache und gar nicht mehr dran gedacht. Und dann, als ich selbst in die Mission gegangen bin, war für mich interessant. Die ersten paar Jahre habe ich jeden Monat 1.000 Euro plus minus da paar D-Mark war das, 1.000 Euro gekriegt. 1.000 Euro, 1.000 Euro, 1.000 Euro, 1.000 Euro. Ich dachte, als ob Gott mir sagen wollte, du hast mir ein bisschen gegeben, ich gebe dir das viel mehr zurück. Wir waren 15 Jahre in der Mission, gerechnet 15 mal 12 mal 1000, wir haben dann noch mehr bekommen, gibt es 180.000 haben wir bekommen. 180.000, 1000 Euro investiert, 180.000 Euro zurückbekommen. Ist so viel besser, ja, als beste Sparanlage, die es gibt. Also ich glaube, keine Sparanlage würde mir in 15 Jahren aus 1000 Euro 180.000 Euro machen. Geht gar nicht. Gott hat es gemacht. Es geht aber Gott gar nicht so um das Geld. Ja? Er sagt, du wirst belohnt, mach dir keine Sorgen. Das, was du für meine Sache gibst, das, was du, deine Zeit, die du für meine Sache investierst, das wirst du zurückbekommen. Mach dir keine Sorgen deswegen. Aber jetzt kommt noch etwas, was viel höher ist, viel wertvoller ist. Hier sagt Jesus, und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Es ist ganz interessant, dass hier nicht das Wort Kinder benutzt wird, sondern Söhne. Es meint jetzt gar nicht so sehr Mann oder Frau, Sohn oder Tochter, es kann beide sein, Sohn oder Tochter, es geht um die Stellung. Wenn du so lebst, wie ich das lehre, wirst du in meinen Augen eine besondere Position einnehmen. Als Sohn, und hier ist dieses Wort im Griechischen, wird meistens so benutzt, jemand, der ganz nah mit seinen Eltern verbunden ist, ja, und in der Nähe der Eltern ist, also dem die Eltern auch besonders etwas Besonderes anvertrauen können. Es wird vor allen Dingen benutzt für Jesus Christus, dieses Wort. Jesus Christus war in dieser Position, der Sohn Gottes. Er war in dieser Nähe. Und jetzt sagt Jesus, wenn du so lebst, darfst du in dieser Position zum Vater stehen. Du hast eine ganz besondere Position. Deswegen ist hier so diese Ermutigung, und euer Lohn wird groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Deswegen dürfen wir die Menschen überraschen mit unserer Identität. Wir sind etwas Besonderes. Ja? Gott hat uns zu etwas Besonderes gemacht. Wir sind vielleicht nichts Besonderes, wir sind einfache Leute. Aber Gott hat uns zu etwas Besonderem gemacht. Er hat uns seinen Geist gegeben. Und wir dürfen Dinge tun und reagieren und handeln, wie normalerweise wir das nicht aus uns selbst heraus machen würden, sondern weil Gott das schenkt. Und ich denke, wir haben viele Gelegenheiten dazu. Wir leben hier in einem Stadtteil, Herberhausen, wo viele Menschen auch bedürftig sind. Menschen, die Hilfe brauchen. Sei es finanzielle Hilfe, sei es vielleicht Aufmerksamkeit, wenn jemand einsam ist oder eine alleinerziehende Mutter, die irgendwie mit ihren Kindern klarkommen kann, muss. Und wir könnten da helfen, wir können da was machen. Die vielen Kinder in Herberhausen, ja, wenn man im Sommer hier durch die Straßen geht, so viele Kinder.
wenn wir als Gemeinde Angebote machen für diese Kinder. Wir haben gemerkt, Lego-Woche, wie gut es aufgenommen wurde, ja? Wie viele doch kamen auch und hier dabei waren. Und die Eltern sind dankbar, wenn wir ihnen was anbieten. Lifestyle im Sommer, wie froh sind die Kinder, dass für sie was gemacht wird. Wir haben mal eine Gemeinde in Wüstenrot besucht und die haben dann erzählt, wie ihre Gemeinde aufgeblüht ist, weil sie plötzlich sich geöffnet haben für die Gesellschaft, für die Menschen. Die haben am Mittwoch dann, also wir haben verschiedene Sachen, die haben einen riesen Spielplatz bei sich da aufgebaut, aber die haben Mittwoch zum Beispiel so Spiele für die Kinder gemacht. Ja, also jeder konnte da kommen, man konnte Spiele spielen und dann haben sie extra nochmal Bibelarbeit. Und wer möchte, konnte zur Bibelarbeit kommen und sonst aber konnte jeder kommen und hier spielen. Ich habe mal in Bibelzeit die Jugendarbeit gemacht, schon vor vielen Jahren. Die haben einmal in der Woche die Turnhalle voll gehabt mit Leuten, die aus der Gemeinde, die Jugendliche, die haben mitgebracht ihre Kameraden und die haben Volleyball gespielt, Fußball gespielt und so weiter und haben das angeboten, weil viele in der Schule da saßen, haben nichts zu tun gehabt und so hatten sie gute Gemeinschaft und so lief die Jugendarbeit und viele haben dann einfach gemerkt, Mensch, es ist schön, mit Christen Zeit zu verbringen und dann kamen sie ins Fragen, warum seid ihr so anders, was ist los, ihr habt Gottesdienst, okay, ich möchte auch zum Gottesdienst kommen. Und ich würde vielleicht dieses Prinzip von diesem Dozenten noch einmal aufgreifen und sagen, ja, investiere dich. Nicht jeder kann evangelisieren. Es gibt Leute, die sind begabt, das sind die Evangelisten, die haben diese Gabe und die können sofort das Evangelium erklären. Aber nicht jeder kann das. Doch jeder ist zu einem missionarischen Lebensstil berufen. Lebe das, was Jesus sagt. Überrasche die Leute mit solchen Dingen, die für sie unerwartet sind. Und wenn dann Menschen fragen, warum machst du das? Dann kannst du sagen, ich bin ein Kind Gottes. Ich mache das, weil Jesus von mir das so erwartet. Ich mache das gern, weil ich von Gott reich beschenkt bin. Und ich denke, das kann etwas bewegen, auch in unserer Gesellschaft. Hier in Herberhausen kann es vieles bewegen. Ja? In unserer Nachbarschaft, da wo wir sind, kann es vieles bewegen, wenn wir so leben, so wie Jesus es gelehrt hat. Ich möchte schließen mit einer Geschichte, die in diesem Buch da erwähnt wird. Da gab es zwei Gruppen in Thailand. Die eine wollte losziehen, um Leute bekehren, und die andere wollte losziehen, um zu segnen. Also Gutes tun, überall helfen und so weiter. Ja? Und beide Gruppen waren erfolgreich, aber dann später hat man festgestellt, dass die Gruppe, die losgezogen ist, um den Menschen einfach zu helfen, einfach zu segnen und so weiter, so einen Anziehungspunkt hatten, dass sie 50 Mal erfolgreicher waren als die Gruppe, die losgezogen ist, um zu bekehren. Nicht jeder ist Evangelist, wie ich schon sagte, aber wir sind berufen, das Wesen Gottes den Menschen zu bringen. Und wenn der Mensch dann möchte, dann kann er zu Gott kommen. Wir laden ein zu Gott. Aber es soll nicht unsere Hauptmotivation sein. Die Menschen müssen sich bekehren, sondern ich möchte einfach das Wesen Gottes ausleben. Ich möchte so leben, wie Gott es möchte. Und dann erleben, dass Menschen sich öffnen für diesen Vater, für den gottliebenden Vater, der auch in unser Leben kommen möchte und uns verändern möchte. Es ist ein sehr herausfordernder Text. So zu leben, ich weiß es, sehr, sehr herausfordernd. Aber wir haben auch eine ganz große Verheißung. Wir werden einen großen Lohn haben und wir werden eine Beziehung zum Vater erleben, wie wir sie vielleicht vorher nicht kannten. Und deswegen ruft uns der Text hier auf, Jesus hat die Menschen überrascht. Lass uns die anderen überraschen mit unserem Leben, mit unserem Handeln. Lass uns darum beten, dass es gelingt. Aus unserer Kraft können wir das nicht. Wir sind da unfähig dazu. Wir sind zu Egoisten, um das auszuleben. Aber der Geist Gottes kann es in uns bewirken. Und wir können Menschen überraschen und Menschen so auch für die Ewigkeit gewinnen. Amen.